Alter, du hättest ganze Erfolge auf der Ebensdorf mit dem Feedgeil. Hallo? Hä? Sagst du auch Hallo zu den Leuten oder wie ist Oh, das? hi. Hi. Hallo. Ja, ich hab grad gehört. War ich. War mich. Willst du da kalken, wo ich da gerade hab, oder? Ja. Oh. Wenn da gekalkt werden muss, ja. Weiß nicht. Ja. Dann kalk ich da. Die andere Fläche muss ich auch kalken, wo du vorher warst. Oder wo ich gemacht habe. Beziehungsweise der Helfer. Ja, dann mach erst mal die und dann warte schon mal, muss aber warten, bis ich das Vorgewende fertig gemacht habe. Ich hab der GT gekauft, ne? Oh. Ging nämlich mit Frontlader. Da hatte ich immer die Scheibe geöffnet bei mir. Kann er mit links nicht lenken, ey. Wir sagen dazu jetzt mal gar nichts, ne, am besten. Nö, nö. Haben wir nichts Du zu. vor. Aber solange es flexen noch geht, ist er gut, ne? Solange sie noch bewegen. Ach, Solange gefielter das alles voll ist. dropscht. Nimmt Depp ich mir seine Fingerknüppel. Hey, nein. So Fleischfetze rausgeguckt aus der Wunde. Ich vorstelle, dass ich einen Finger habe, Fettfinger. Fett rausgequollen. Nee, ist so schlimm jetzt auch nicht. Bei meinem hat auch gut weh getan. Ja, das kann ich mir vorstellen. Vor allem genau da vorne, genau an der Kuppel laufen ja die meisten Nerven zusammen. Oh, das ist so scheiße. Aber irgendwie, ich weiß, aber das ist gar nicht so, das tut eigentlich gar nicht, also das, wenn man sich reinschneidet. Im ersten Moment tut es nicht weh. Nö, jetzt tut es Weil auch noch nicht weh. bevor du den Schmerz merkst, hat dein Körper schon Adrenalin ausgeschüttet. Du hast den Ich, Schmerz ich hab das, komplett ich hab das ehrlich gar nicht gemerkt, ne? Ich hab gewiss, was Ja. los ist. Ich hab nur geschnitten, ich hab nur gemerkt. Oh, hier ist was. Wie das Parallelogramm zugeschlagen ist, hab ich auch gesagt, so, au, ne? Was ist denn das? Dann sind wir wieder runter, dann habe ich es rausgezogen und dann habe ich gemerkt, oh, scheiße. Dann habe ich es gesehen und dann war natürlich, ne, dann, ja. Dann bringt halt Adrenalinausschüttung nichts mehr, ne? Muss er klappt mal doch in so zum Doktor. Noch Blut. War schon nicht eine Schnitte, nein, ne? Vielleicht muss er genäht werden. Ja, gerade ist im Weg. Mach aber nicht den Fehler und fallen krank aus. Da war ich schlecht immer zum Nähe. Ja, du weißt aber, was ich meine, ne? Wieso? Wenn du es auch Shahi kriegst letztes Mal. Du gehst mir aber hin zum Sterben. Und das kommt raus. Gut. Das schon. Da willst du gehst dort hin. Ich würde mal wieder Spritze. Zum Glück haben wir, wenn nicht Du sonst. Wachst, du Kraut. Zur Not ist es doch alles mal Hä? ganz gut, ne? Zur Not ist es doch alles mal ganz gut. Ja, fährt ein Notfall, Es ist besser wie Ken's. aber. Ja. Und dann aber der Falsche hast, dann Amen. Ja. Jetzt hat's, da gibt es dann so Leute, die kommen dann auf die. Erzählen. Der sich gerade Finger abgequetscht, so der so ne, kurz vorm Zusammenklappen ist, zu sagen: Ja, wir nähen jetzt mal den Fingernagel wieder auf den zusammengeklappten Finger.
ohne Vorbohren. Also, ne? Er hat nicht den Anschein gemacht, als ob er da vorbohren wollte. Weil, ne, das ist ja, also ein Fingernagel hat ja, Vollmaterial, hat ja ein bisschen, ne? Mehr, hat ja ein bisschen mehr Konsistenz wie Fleisch, ne? Also, ich bin zwar kein Chirurg, ne? Aber ich würde jetzt mal. Alle Flächen müssen gedüngert werden. Hä? Nichts, alles gut. Ich auch. Ah, die zwei. Nein, kein Geld, naja. Herr Kalk? Ja. Mach eine Mission. Ey, wir können wirklich mal wieder eine Mission machen. Wir einen Mähdrescher schicken. Wie oft muss man so ein Gelumbe wechseln, da so Verband oder so, ähnliches? Am Anfang, spätestens alle zwei Tage. Ach so, okay. Ich dachte, jo, alle 10 Stunden oder so. Nein, ja gut. Dann starten Moins und Omens halt. Ja, am Schluss waren es bei mir 4 Tage, 5. Es war ja schon, das war dann schon eklig, weil dann hat sich dieses Meshgewebe, diese Gegner, ist dann in die Kruste mit eingewachsen. Ja, ja, ja. Immer wieder von neu die Kruste abgerobbt. Dann immer wieder schön das Zeug draufgelegt. Ja, super, aber das ist halt immer wieder da reingewachsen. Irgendwann hat sie dann eine andere ausprobiert, die hat jetzt dann nicht eingewachsen. Aber das war ja dann die Premium aus Versehen. Ja. Aber das oh, selbst echt erwachsene Dai. Nee, das ist endlich gut. Am Schluss war es dann doch so, dass einfach Wundnahtstreifen, das waren einfach so Gewebestreifen, die dann das Ding zusammengehalten haben. Und irgendwann sind die dann halt auch mal aus der Kruste raus, nachdem die Kruste abgefallen ist. Das ist schon lange her, ne? Ja, jetzt Finger. Bin ich auch am Alter. Wenn die Zeit vergeht. Und die Maschine ist immer noch da. Hat es lange gedauert, bis der Nagel wieder gewachsen ist? Ja, mindestens 5-6 Wochen. Okay. Du musst halt immer bis. Flasche drumherum, da setzt man dann Halsnetze wuff. Bei mir in der Schule war es halt ganz schlimm. Wenn man so ein paar Kandidatinnen, die kennen überhaupt keine, wenn die nur blutiges Steak sehen, ne, dann ist bei der Nähe dann Fall. Wenn dann da irgendwas abgeschrieben hast oder so und die Hände deinen Finger gesehen, Gott. War ja öfter der Sanitätsdienst da wie die Schulleitung. Was ist jetzt los? Oh Mann. Hab die Tastenbelegung neu gemacht. Ich hab die eine Taste habe ich direkt. Also ich hab normal auf der 4B und jetzt habe ich auf der 5. Drück ich über die falsche Taste. Alles neu machen. Oh. Idiot. Ach, Mann.
Immer Kalk holen im Hänger, ne? Hm? Immer Kalk holen im Hänger. Haben wir noch Kalk? Ach, Händler. Hm. Wir haben Kalkwerk. So. RWZ, hä? Hm? RWZ, gibt's sowas, hä? Nein, gibt's nicht. Nochmal was? Wo gibt's denn Kalk? Palette. Ah ja, der scheiß Kalk. Hier ist die Einfahrt. Ei, 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 kommt nicht auf Bike fahren. Was suchst du nur für eine Einfahrt? Du, weil die, also die, die Stroß fährt zum Händler, oder? Mhm. Immer irgendein Umweg. Na, du bist ja vorhin an Umwegfahrer, Helmzus, ne? Hm? Ja, ja. Wer? Du. Warum? Naja, ich hätte mal runter drehe, hä? So, Leute, das war's in der Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like und ein Abo lassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.